alle Hände in die Luft. Das hat bei dieser Demonstration eine besondere Bedeutung. Denn für die Gehörlosen, die hier in Berlin auf die Straße gehen, sind die Hände das wichtigste Kommunikationsmittel. Die Gebärdensprache ist zwar offiziell als Sprache anerkannt, doch es gibt zu wenige Dolmetscher, die Gehörlose und Hörende zusammenbringen. Nur wenige hundert für die rund 80.000 Gehörlosen in Deutschland. Nur einer von vielen Gründen für die Demo. Es geht auch darum, Vorurteile auszuräumen. Viele denken einfach, dass Gehörlose nicht selbstständig sind. Die haben keine Kraft. Die können zum Beispiel nicht Auto fahren. Aber dabei haben wir doch die Augen. Wir müssen nicht hören. Das ist einfach vom Kopf her, wir schauen, wir sind visuell. Und die denken, wir sind niedriger gestellt. Wir können weniger wissen, nur weil wir weniger hören. Aber unser Alltagsleben läuft auch ohne Hören ab. Und die denken, das sei nicht normal. Und da ist viel Herz dabei bei der Gebärdensprache. Das ist quasi, es ist visuell, es ist... Die Augen, man kann quasi in die Seele blicken, man kann quasi Gefühle austauschen, durch den Blick, durch die visuelle Sprache. In Schule und Ausbildung, bei Behördengängen oder bei Arztbesuchen, überall finden Gehörlose Barrieren vor. Und auch mit den Behörden gibt es oft Probleme, denn Unterstützung müssen die Betroffenen beantragen oder sogar einklagen. Es gibt zu wenig Anwälte, die sich auch mit der Materie genau auskennen, die gehörlosen Probleme auch genau kennen, die wir auch haben in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr oder auf viele unterschiedliche Bereiche. Und auch gehörlose Menschen wissen dann nicht, welche Wege sie beschreiten. Da muss man noch viel aufbauen und noch viel informieren. Und das kostet natürlich alles Geld. Gebärdensprache ist ein Menschenrecht, lautet das Motto der Demo. Es gibt kostenlose Sprachkurse, um mehr Menschen diese visuelle Sprache beizubringen. Das Problem dabei? Es kann Jahre dauern, bis man fließend gebärden kann.